Ja, im dritten Teil unseres Testvideos zu Path of Exile schauen wir uns das Herzstück an von dem Spiel, und zwar diesen Skilltree. Und ich muss sagen, als ich den das erste Mal damals in der Beta gesehen habe, da hatte ich eigentlich keine Lust mehr. Da würde ich meinen Rechner ausmachen und ohne Serious Sam spielen oder sowas, weil das erschlägt einen ja wirklich. Ja, es ist wirklich was für Tüftler, ja. Aber wenn man das eben mag, seinen Charakter wirklich ganz frei zu gestalten und generieren, ist das, finde ich, momentan die beste Alternative, die man haben kann in dem Genre. Wir machen das mal hier an einem Beispiel von einem Templer. Die Templer-Klasse, der so ein Hybrid ist, der also gute Startwerte für Stärke und Intelligenz hat. Also man kann dann eigentlich leicht sich entscheiden, möchte ich lieber auf brutale Nahkampfgeschichten gehen oder doch auch ein bisschen zaubern. Ich habe mich bei dem Knaben eben für den Mana-Weg, sage ich mal, entschieden. Und versuche jetzt hier erstmal zum Beispiel Kälteschaden hoch zu pushen, Mana-Regeneration. Und das Wichtige ist, dass man dann halt immer guckt, wo will ich denn eigentlich hin? Also nicht einfach blind drauf los skillen, sondern man muss da schon ein Ziel dahinter haben. Ne? Ergänzt wird das Ganze dann durch die Edelsteine, die dann die aktiven Fertigkeiten oder Zauber dann darstellen. Und da suche ich mir das Passende eben raus. Also wir haben eben auf Eis ja eben geskillt, also suche ich mir auch passende Frostzauber aus. Genau. Die lassen sich auch später dann teilweise miteinander kombinieren. Du kannst ja auch jederzeit einen ausbauen. Man kann da richtig also stundenlang rumtüfteln. Das finde ich sehr, sehr gelungen. Es gibt ja immer diese Beschreibungen dazu, ja, ne, die alles erklären. Es ist jede Menge Info mit dabei. Ja. Klar, man muss sich erst reinfuchsen. Eigentlich, ich sag mal so, den ersten Charakter, den verskillt man. Ja. Natürlich dann ist es wichtig, das Ganze dann auch mal auszuprobieren. Und jetzt gucken wir mal, wie sich das hier so darstellt. Was ich da ganz schön finde, hat man eben gesehen, du kannst jederzeit in dem kleinen Menü für die Hotkeys die Tastaturbelegung ändern, was ich sehr gut finde, weil sonst musst du erst im Optionsmenü rein und dann Tastaturbelegung ändern und dann weißt du schon gar nicht mehr, wie wollte ich das eigentlich? Oder wirst du im schlimmsten Fall angegriffen. Das finde ich sehr gut gelöst, dass du das im laufenden Spiel machen kannst. Ne? Okay, zweites Beispiel. Da habe ich mir die Witch, also die Hexe, vorgenommen, die halt ja eine reine Mana-Klasse erstmal ist vom Start aus. Und da habe ich mal versucht, einfach mehrere Elementarschäden, also Bits, Eis und Feuer, irgendwie alles zusammenzupacken. Und Zombies beschwören wollte ich auch noch. Ja. Kann man alles machen. Und da werden wir ja dann gleich mal sehen, wie die Dame sich da schlägt. Es ist wirklich schön, dass man so eine große Freiheit hat. Ja, ja, das ist wirklich eins der Hauptfeatures, die es so spielenswert machen. Ja, jetzt sehen wir hier die entsprechende Startposition von der Hexe und da ist eben der Aufbau eben anders. Ne? Da habe ich geguckt, dass ich möglichst viel Spell Damage, also ja, Zauberschaden reinbekomme und auch die Zaubergeschwindigkeit hochsetze. Und da oben jetzt sind wir wieder im Schadensbereich, wo eben das aufgeführt ist nach Blitz, Eis, Feuer. Dass ich hier übrigens gleich mehrere Punkte verteilen kann, liegt daran, dass ja am Ende der Beta alles zurückgesetzt wurde und deswegen kann man das ganz gut nutzen, um mal so einen Bildaufbau auch exemplarisch zu zeigen. Ja, jetzt beim Testen sozusagen, da sieht man schon gleich rechts, der Mana-Pool, der wird schnell leer. Ne? Mhm. Also das wird dann bei dieser Klasse oder bei dieser Art Skillung, die ich davor habe, wird das natürlich ein Knackpunkt sein, das so hinzubekommen, dass die nicht ständig Mana leer geht, weil die Sprüche halt doch eben verdammt viel kosten. What troubles you bring now? Ja, jetzt schauen wir uns noch den Handel an, weil der gehört letztendlich auch dazu, wie man seinen Charakter noch optimieren kann. Weil, das wirst du gleich sehen, da oben links in dem Fenster, da taucht keinerlei Gold oder sowas auf. Ja, wie das? Es gibt kein Gold in Path of Exile. Das ist ein Fantasy-Spiel ohne Gold, das geht nicht. Ja, es ist ein reines Tauschsystem und was du dafür bekommst, das sind nämlich Crafting-Artefakte oder Scherben oder Schriftstücke und daraus entstehen dann sogenannte Orbs. Und mit diesen Orbs kannst du dann eben dann auch deine Ausrüstung entsprechend anpassen. Du kannst die Farben von den Sockel ändern. Du kannst Sockel miteinander verlinken, damit man Fertigkeiten kombinieren kann. Was ich hier jetzt auch mal mit einer Fernkämpferin zeige, die also auf Bogen spezialisiert ist. Und da gehe ich zum Beispiel her und kombiniere einen Pfeilregen mit der höheren Geschwindigkeit der Projektile. Erziele dadurch mehr Schaden. Das ist ja fantastisch. Wenn man diese drei Säulen sozusagen, den Skilltree, diese Geschichte und so weiter kombiniert miteinander. Ne? Das ist aber noch nicht alles. Es gibt nämlich noch eine Säule. Oh. Es gibt, sieht man ja oben in dem Gürtel, es gibt rote und blaue Tränke, aber das ist nicht so wie in Diablo, dass die dann ständig aufgebraucht werden. Ja. Die füllen sich wieder auf, indem ich halt Monster kille und diese Flaschen haben auch eigene Stats, die man wieder nutzen kann, um den Charakter eben weiter zu pimpen. Das finde ich halt obergenial. Also das ist mal eine Charakterentwicklung. Das kann man wohl sagen und ist auch, wie gesagt, für mich das Feature in dem Spiel, was ich wirklich für Charaktertüftler letztendlich so ans Herz legen kann.